Hallo, meine Zurückräuber deines Aufkumpanen und herzlich willkommen zurück zu weiteren Flauschig-Brünchen hier bei Medieval Dynasty. Ja, ich habe mich wieder ein bisschen Zeit gewidmet, man sieht es ja ein bisschen, die Tage vorangeschritten in Gesundheit. Und habe ein bisschen über eine Mine, war bei den Leuten unterwegs, wir haben jetzt nochmal zwei neue Bewohner, also die Häuser hinten sind jetzt auch alle so weit belegt. Das einfache Haus ist jetzt leer. Was ist denn das? Man kann da dran sehen, ob da jemand wohnt. Ich glaube, das Haus haben wir jetzt erstmal leer gemacht, ne? Verwalten. Hier ist keiner drin. Gut, das würde ich auch als allererstes jetzt mal machen. Wir müssen auch ein bisschen jetzt nach und nach abräumen. Und das machen wir jetzt auch mal, denn ich möchte nach und nach die Häuser ein bisschen umbauen. Und habe ja jetzt schon so ein bisschen was gemacht ja vorher und das soll jetzt nach und nach einfach alles weg, damit ich dann da wieder ein bisschen was dazu machen kann und woanders hinstellen kann. Ihr kennt das ja. So, wenn es natürlich ein bisschen schwer wird langsam. Okay, das bringen wir erstmal weg. Ich möchte einfach so nach und nach das umbauen, das ein bisschen vorbereiten, die Häuser, die nächsten, die baue ich dann auch noch, lasse die noch weiter umziehen, das mache aber alles dann ich im Offline-Ründchen, so nach und nach einfach fertig. Dann müsst ihr dann nicht die ganze Zeit dabei sein, zum Beispiel die drei hier kommen auch noch weg, bei denen will ich mir überlegen, ob ich die sogar ein bisschen lasse, so ein bisschen in der Nähe des Stadtkerns, und dann die Taverne zum Beispiel mit Blick auf den See, Flusssee, das mündet aber auch ein Fluss, ja, ist so ein weiter Fluss. In den Fluss hinein machen und dann könnte sein, dass wir das hier so ein bisschen lassen. Das kommt dann auch noch mal weg. Dann musst du hier so die Taverne hin. Vielleicht auch hier so als Anschluss. Die kommt rein, dass die Taverne als erstes, sondern dass du hier so ein bisschen das Arbeitsgebiet von den Leuten. Bin ich immer noch am Überlegen, weil das hat jetzt mich schon ein bisschen Zeit gekostet und Materialien, die ich dann natürlich jetzt dann nicht einfach so herausschmeißen wollen würde. Ja, für die müssen wir auf jeden Fall nochmal neu bauen. Die kommen als erstes weg. Aber das mache ich, wie gesagt, muss ich nach und nach machen. Ich kann jetzt nicht alles hintereinander wegsetzen, weil sonst schaffe ich ja nicht mehr. Ich habe jetzt nochmal Bronze gemacht. Wir haben 38 Barren. Wir haben 132 Eisen mittlerweile. Und genau, was wir auch haben und was ich jetzt mich mitnehmen werde, ist Kalkstein. Wir haben jetzt Kalkstein und ich würde gerne die Häuser, weil ich die auf jeden Fall behalten, weil die Häuser da hinten. Das sind die Safen. Die behalten wir. Und ich will hier halt wahrscheinlich noch mal ein paar Häuser hinbacken. Kommt der hier weg. Das Bäume kommen auch weg. Und dann bauen wir hier hinten auch noch mal drei, vier Häuser hin. Und dann werden wir die von da hinten nach hierher ziehen lassen. Und dass wir hinten dann noch mal ein bisschen den Kern umhüllen, umbauen, etc. pp. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, wie viel. Wir haben gerade mal 100 Kalkstein. Das ist noch nicht viel, was wir dabei herausbekommen. Also bei der Mine sind wir jetzt schon weiter. Problem ist halt, die nächsten Häuser werden eigentlich nochmal für Minenarbeiter sein, dass wir da aus der Mine eine Menge herausholen. Ah, aber 6. Okay, dann könnte man sozusagen ein Haus vielleicht komplett abdichten. Damit wir hier zumindest 878 pro Ding, dichtet sich das schon ab, ja? Also 2 pro Hütchen. So, und jetzt sind wir nämlich auf 872 runter. Dafür, dass wir das Haus hier einmal schon mal verputzt haben. So, und dann können wir das andere ja schon anfangen. So haben wir das aber dann auch einmal gesehen. Dann haben wir die Häuser, die hinten verputzen wir als erstes. Am besten ist eigentlich, glaube ich, eher zum Fluss hin, weil da ja jetzt. Oh! Oh! Das war's schon! Mehr haben wir nicht. Also 100, was rein sind, 100 Kalkstein, ein Haus, ready. Ich glaube. Ich weiß auch nicht genau, wo ich noch mal das bekam. So genau. Genau, wir machen ja 4 Tage waren das jetzt gewesen, ne? 4 Tage. Und ich glaube, in der Mine, da gibt es jetzt keinen Kalkstein, oder? Ne, siehst du, in der Mine hast du keinen Kalkstein. Ne, müssen wir mal gucken. Wir haben sie nachher Rollpack. Ach ja. Was wir auch freigeschaltet haben, was wir jetzt aber heute nicht aufbauen, weil es noch nicht passt, ist, wir haben den Marktstand jetzt ready.
Da könnten wir dann was aufbauen, wo wir dann immer Geld bekommen. Müssten wir dann aber auch liefern. Aber ich hatte mir überlegt, wir wollen ja jetzt erstmal gucken mit Jaropelk, wie es da weitergeht, damit wir da hinten das Questgebiet wieder einmal abschließen. Genau, das haben wir ja auch noch, ne? Entschuldigung, jetzt war. Was? Ich bin Wiesler. Bitte? Warum? Das ist voll genial. Die laufen jetzt mal allein. Da könntest du wirklich hier so einen Wall setzen, dass der Weg weiterhin im Dorf bleibt. Dann machst du so einen Wall, der an den Weg dann lang geht. Ich mache das gerne nachher. Das machen wir dann auch noch, aber das wird dann wieder offline sein. Dann werde ich hier wieder. Sobald wir die Eisensachen bauen können, werde ich hier mal eine Pellaktion nochmal starten und eine ganze Menge Holzstämme machen. Und werde dann eine Palisade mal da aufbauen, weil das finde ich schon interessant. So eine kleine Palisade so ein bisschen aufzusetzen. Und dann kannst du sagen, hier ist unser Dorf, ist dann auch gesichert. Ich bin immer überlegen, und das muss ich ja dann mal probieren. Steinwall, ob du einen Stein setzen kannst, darauf eine Palisade zum Bleistift setzen kannst. Das wäre nämlich cool. Wenn du das machen könntest. Was ich verstehe, dass man zum Beispiel keine Türme und sowas. Also soll ja irgendwie alles noch kommen. Halt, ne? Cool, so einen kleinen Wachturm da hinsetzen, dann machst du eine Palisade, dann hast du da Wachmänner. Eigentlich müsste man den, gab es doch damals so einen genannten Büttel, ne? Also so eine Büttel, die ja dann das aufgepasst haben und für Sicherheit gesorgt haben, so eine Art Polizei in dem Sinne, oder aber auch das Dorf dann natürlich gegen außenstehende Gefahren, soweit es geht, geschützt haben. Wirklichkeit. Entschuldigung, das ist heute wirklich reines normales Gehen. Irgendwas habe ich genau. Ah, genau. Ich habe die Sachen alle noch zu Ende verkauft. Wir sind jetzt bei 33.000. Waren das jetzt Schilling oder was waren das hier? Da steht immer nur Münzen, wa? Münzen. Frag mich nur, wo der die alle trägt, weil das ist ja auch schon. Na gut. Wo trägt er die Holzstämme und so? Hallo, kleines Schweinchen. Wie geht's dir denn? Du musst zum Futtertrog. Wenn wir die jetzt schlachten, dann wissen wir wenigstens, was hier in dem Dorf los ist. Ja, und jetzt verstecken. Warum hat die Schweinchen genannt? Na egal. Du, wie klar. Hallo. Na, aber hallo, du bist doch ein seltsames kleines Schweinchen. Ein Kind, hätte ich mir ja denken können. Deine Mutter verbringt zu viel Zeit mit den Schweinen. Ein Kind, hätte ich mir ja denken können. Was meinst du damit? Spielst du ein Spiel? Sicher, das tue ich. Deine Mutter hat mir gesagt, ich soll dich daran erinnern, nach Hause zu kommen. Es gibt kein Spiel. Ich bin hier, um dich zu deiner Mutter zurückzubringen. Sicher, das tue ich. Deine Mutter hat mir gesagt, ich soll dich daran erinnern, nach Hause zu kommen. Ich werde nicht nach Hause gehen. Ich spiele Versteck mit meinem Spielzeugpferd. Es heißt Haselnuss. Niemand wird ihn nie finden. Ist er verloren gegangen? Wenn ich ihn finde, versprichst du mir, dass du dann nach Hause gehst? Wollen wir wetten? Wenn ich ihn finde, gehst du nach Hause. Wenn ich ihn finde, gehört er mir. Es sei denn, du schwörst, dass du dann nach Hause gehst. Ist der Fall. Wollen wir wetten? Wenn ich ihn finde, gehst du nach Hause. Du kannst es versuchen, aber du wirst es nicht schaffen. Niemand weiß, dass er sich in den Holzstapeln versteckt hat. Natürlich, mein Junge. Aber lass es mich versuchen. Sieh zu und lerne. Genug, mach Platz, ich hol mir mein Pferd. Natürlich, mein Junge, aber lass es mich versuchen. Dies ist der kleinste Holzstapel in der Nähe. Hier gibt es nicht viel zu durchsuchen, es sei denn, das Spielzeug ist wirklich klein. Sieh genau hin und dreh ein paar Holzstücke um. Du verschiebst ein paar Holzstücke, aber wie erwartet, gibt es in dem Haufen von ein paar Würmern, die sich in großer Angst verstecken und ein vergammelter Apfelkitschel nichts Interessantes. Verlasse den Ort. Du stehst vor einem frisch gehackten Stapel Brennholz. Der Geruch von Harz umschmeichelt deine Nase. Ich suche den Stapel nach dem Spielzeugpferd, das Wiesler versteckt hat. Der Stapel ist ziemlich gleichmäßig und besteht fast ausschließlich aus gleich großen Stücken Feuerholz, abgesehen von einem recht langen Stock, der dir sofort ins Auge fällt. Nimm diesen langen Stock und sieh ihn dir genauer an.
Das ist kein gewöhnlicher Ast, der von einem Baum gefallen ist. Er ist sorgfältig bearbeitet worden, um das Rückgrat eines Spielzeugs zu bilden. Du kannst erkennen, dass er dort ein wenig abgenutzt ist, wo ein Kind das Spielzeug beim Spielen zwischen den Beinen festgehalten hat. Verlasse den Ort mit dem Stock. Aha. Das heißt, er hat das zusammengewirbelt. Nee, nicht sammeln. Untersuchen. Der Holzstapel liegt schon eine Weile hier. Er ist von Pflanzen überwuchert und das Holz ist deutlich älter und zerbrechlicher. Reiß den Elfer herunter und räume die obersten Stücke zur Seite. Du merkst eine kleine Lücke unter der obersten Holzschicht. Schiebe deine Hand zwischen die Holzstücke und taste, ob es dort etwas Interessantes zu finden. Schau hinein. Aus den eingetrockneten kleinen Ködeln und Nüssen schließt du, dass sich hier einmal ein kleines Tier versteckt hat. Stecke deine Hand vorsichtig hinein und prüfe, ob es dort etwas Interessantes gibt. Deine Hand findet ein großes, hartes Stück Holz, das nicht zu den morschen alten Stücken passt, die es umgeben. Das Stück hat eine seltsame Form, du kannst es gleich greifen und herausziehen. Du verlässt diesen alten Haufen mit dem Kopf eines Holzpferdes, dem noch ein Stück und ein Griff fehlen. Wieso muss man alles... Der hat das Holzpferd ja komplett auseinandergelegt. Du näherst dich einem Haufen Holzabfälle. Er enthält eine Vielzahl zerbrochener Gegenstände, die von den Bewohnern Klonikas weggeworfen wurden. Du suchst den Haufen nach allem, das irgendwie eine Holzspielzeug ähnelt. Du durchsuchst den Müll, hebt ausrangierte und kaputte Bretter ebenso wie auch kaputte Wagenräder, als dir ein unscheinbares kleines Stück ins Auge fällt. Nimm das kleinste Stück Holz zur Hand und sieh es dir genauer an. Es ist ein kurzer, sorgsam polierter Stück. Er sieht aus wie der Griff eines Spielzeugpferdes. Verlasse den Haufen. Na, dann geben wir jetzt dem Wieslaff mal sein Spielzeugpferd. Ich hab dir gesagt, es kann nicht gefunden werden. Tatsächlich habe ich es gefunden, aber in Einzelteilen. Machst du dich über mich lustig? Es wurde in drei Teile zerlegt und jedes wurde in einem anderen Stapel versteckt. Das Pferd ist ziemlich gut im Versteckspiel. Es hat sogar geschafft, sich selbst in Teile zu zerlegen. Das ist unmöglich, du schummelst. Ich will kein kaputtes Spielzeug. Wirf es weg. Keine Sorge, es sind nur drei Teile. Tada, schau. Ich hab schon wieder zusammengesetzt. Du bist kurz davor, mich meine Geduld verlieren zu lassen. Pass auf, der Stock wird hier hineingesteckt und schon ist es gut. Wie neu, siehst du? Keine Sorge, es sind nur drei Teile. Tada! Oh, es ist repariert. Aber jetzt bekomme ich kein neues. Beruhige dich, Junge. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich behalte das Spielzeugpferd und sage deinen Eltern, dass es verloren gegangen ist. Ich kann weinende Kinder nicht ausstehen. Wenn das so ist, gehört das Spielzeug jetzt mir. Behalte das Pferd. Eines Tages bekommst du sicher ein neues und dann hast du zwei. Ach, beruhig dich, Junge, lass uns deine Abmahnung drücken. Ich behalte das Spielzeugpferd und sage deinen Eltern, dass es verloren gegangen ist. Ja, das ist dasselbe, als wäre es verloren und kaputt gegangen. Jetzt, da das Problem mit deinem Spielzeug gelöst ist, ab mit dir. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Mama macht sich sicher Sorgen. Außerdem habe ich Hunger. Ich bin sicher, sie hat ein paar salzige Knabbereien. Bestimmt hat sie die. Lauf nicht wieder zu weit von zu Hause weg. Ist das so? Tu dir unterwegs nicht weh. Ist das so? Tu dir unterwegs nicht weh. Also... Dann haben wir gleichzeitig auch dem Knaben mal geholfen und das erledigt. Guck mal, mein Stuhl hier hinter. Ne, was ist denn? Guck mal, mein Stuhl hier hinter. Siabora. Was machst du hier für Schweinerei mit den Schweinen? Wie ist es dir mit meinem kleinen Schweinchen ergangen? Und dann sollte wie es dafür in der Nähe der Siedlung bleiben. Also wird er nicht mehr verloren gehen. Was hast du getan? Oder besser gesagt, was war da hinten so interessant? Er hat sein Spielzeug fällt auseinandergenommen und ein paar Holzstapel versteckt. Holzstapel, da kann man alles Mögliche finden. Er wollte Aufmerksamkeit, aber ich habe ihn zur Vernunft gebracht. Holzstapel, da kann man alles Mögliche finden. Ja, Kinder sind wie kleine Schweine, sie lieben es, im Dreck zu wühlen und alle möglichen sneaking Dinge auszugraben. Nimm bitte diese salzigen Knabbereien als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Hier werden da eine Familienrezept gemacht. Wenn dir nach mehr davon ist, kann ich dir welche verkaufen. Ich bereite in jeder Jahreszeit frische zu. Danke, wenn sie mir schmecken, komme ich zurück und hol mir mehr. 5 Salzstangen. So, jetzt gucken wir mal, ob Jaropelk wach. Frage Slava, Jaropelk. Hi Slava, schau an, den wir haben. Unsere neuen Unruhestifter, bist du stolz auf dich? Wie meinst du das? Wie bitte? Ich hab nichts Falsches gehört. Immer mit der Ruhe, werte Frau. Du verwechselst mich eindeutig mit jemand anderem. Was meinst du damit? Schluss damit. Ich weiß, dass du einigen unserer Leute geholfen hast, aber das gibt dir nicht das Recht, die Regeln des Anstands zu brechen. Was hast du dir dabei gedacht, mein Sohn? Der hat viel Schnaps in den Mund zu schütten. Mein armer Junge, er ist der Erbe unseres Dorfes und du hast ihm zum Gespött der Leute gemacht. So schlimm ist es nicht. Wir haben niemanden gestört. Es tut mir wirklich leid, ich wollte seiner Reputation nicht schaden.
als ein erwachsener Mann, du reagierst über. Außerdem war es seine Idee, überhaupt etwas zu trinken. Ach, so schlimm ist es nicht. Wir haben niemanden gestört. Deine Worte haben keine Bedeutung für mich. Es gibt keine Entschuldigung dafür, mein Kind vom rechten Weg abzubringen und Alkohol anzubieten. Jaropolk wollte nur darüber reden, wie er dem Erbe seines Vaters in so schwierigen Zeiten gerecht werden soll. Wenn du vielleicht zugänglicher für ein Gespräch wärst. Wie kannst du es wagen, dich in unsere Familienangelegenheit einzumischen? Kennst du keine Gnade? Musst du diesen alten Hund aufbeißen? Mein Sohn muss nach vorne schauen, nicht zurück. Jaropolk war längst über den Tod seines Vaters weg und musstest du dich einmischen. Du hast aufgewühlt, was dich längst beruhigt hatte. Ich würde nicht sagen, dass er darüber hinweg ist. Ich wollte mich nicht einmischen. Wie bitte? Kennst du deinen eigenen? Ich würde nicht sagen, dass er darüber hinweg ist. Sag Phil, was du getan hast, wird unserem Haushalt erneut Schmerzen bringen. Er hat wieder etwas über den Wald gemurmelt und ich bin sicher, dafür bist du verantwortlich. Der Hexenpfad viele Male gegangen und hat dort nichts gefunden als Bedauern. Der Junge sollte seine eigene Entscheidung treffen, ohne dass sich andere einmischen. Sein Vater ist tot und ihr solltet euch alle auf die Lebenden konzentrieren, nicht die Toten. Damit hat sich das Ganze erledigt. Bitte entschuldige, ich habe es nicht böse gemeint. Ich bin nicht dein Kind, Weib. Schreibe mich nie wieder an. Ich werde jetzt gehen. Schön, dass man... Das ist so eine Sache, die würde ich bei meinem Kind nie denken. Ich würde nie denken, dass mein Kind nicht das Alter den Alkohol anrührt. Mein Kind immer so gut ist. Weil ich selber habe Dinge getan, die auch nicht so gut waren nun mal. Man kann nie davon ausgehen, dass nur weil es dein Kind ist, dass er niemals Böses tun würde, weil wir Menschen, wir sind einfach veranlagt, dass wir Böses auch aus Fehlern einfach machen. Also wir trinken den Alkohol, weil wir das Interesse daran haben, weil wir sehen andere Menschen damit. Deswegen würden wir das tun. Wir würden auch andere Dinge teilweise tun, einfach weil man es dann gesehen, gehört hat, bist du dann halt natürlich je nach Charakter zu, was auf die Finger bekommst. Bei mir zum Beispiel war das so, in meiner Kindheit habe ich geklaut, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe geklaut und ich war auch sehr gut darin. Bloß dummerweise konnte ich mit dem Zeug nie was anfangen. Ich habe einfach nur so geklaut, weil es Spaß gemacht hatte. Und ich war aber immer von vornherein schon ein Mensch, der nie viel haben wollte. Also ich war wirklich als Kind, weil ich zu Geburtstag habe. Oh, schön, mit Pokémon-Spiel. Ja, aber du kannst ja noch mehr haben. Ja, so war das dann immer. Dann hatten wir so ein Spielzeugladen gehabt und dann ging es dann halt, die hatten Lego-Sachen. Ich fand Lego mal sehr interessant. Dann habe ich die halt immer alles zusammengeklaut. Mehrere Lego-Dinger. Teilweise waren die Lego-Dinger so groß und die hat die aus dem Laden herausgekriegt. Aber es war aber das Sicherheitssystem noch anders als heute. Und heute ist ja alles beobachtet. Und ich habe das aber nie aufgemacht. Ich habe das nur, dann habe ich es bei mir gehabt. Und dann habe ich aber auch meinen Stiefvater geklaut, sein Geldbeutel. Der hat immer Geld drin gehabt, immer eine Masse Geld. Er hat sich immer gewundert, wo das Geld hin ist. Ich habe das immer wieder rausgenommen. Aber ich habe mit dem Geld auch nichts gekauft. Das Geld habe ich in meinem Schreibtisch hintergeschmissen und dann lag es da. Und das haben sie dann irgendwann aber mal herausgefunden. Und da habe ich übelst Ärger gekriegt. Mit dem habe ich noch nie wieder gemacht. Das habe ich dann noch gelassen. Der Hintern hat mir geglüht, sage ich euch. Und aber eigentlich konnten sie mir danken. Ich glaube, die haben damals 7.000 Mark gespart oder so, weil ich habe es über Monate hin gemacht und immer wieder mal so 1, 2, 300 Mark damals. Er war Beamter, Nebenjob, er war eigentlich nicht zu Hause, hat immer nur Geld verdient. Hat aber auch die Scheiße nur für den Müll rausgegeben. Also, in der schlimmsten Zeit hat er sich dreimal im Jahr einen neuen Motorrad und also, ach, Assoziation mit Geld und sowas, das ist bei mir. Jeweils, ja, man sollte niemals daran denken, dass die Kinder nichts Böses machen, denn auch die Kinder machen was Böses und sei es entweder aus Interesse, Neugier, charakterlich können sie ja trotzdem, auch wenn es ein Kind ist, die kennen, kann auch trotzdem charakterlich verdorben sein. Vielleicht hat man dann in der Erziehung was falsch gemacht, das weiß ich ja jetzt noch nicht, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, weil bei dem einen Kind klappt, bei dem anderen Kind klappt nicht und so weiter. Also, ich würde immer zu meinem Kind so weit gehen halten, es gibt nur ganz wenige Punkte, wo ich sagen würde, nein, da würde ich niemals zu meinem Kind halten, da bin ich ganz ehrlich, es gibt ein paar Punkte. Und, aber sonst würde ich immer noch behalten. Trotzdem, wenn er die Scheiße baut, muss er so ausbaden. Du bist zurück und in recht guter Verfassung, wie ich sehe. Ich dagegen wühle mich, als hätte man mir den Kopf mit einer Axt gespalten. Mehrfach. Du hast nicht zufällig etwas zu trinken dabei. Ein Tropfen genüglich verdurstet. Tut mir leid, ich habe nichts dabei. Ah, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst Vorräte besorgen? Wir wollten uns auf den Weg in die Wälder machen. Oh, egal. Ich finde unterwegs etwas. Ich würde alles dafür geben, mich noch ein wenig hinlegen zu können, aber ich habe gehört, wie meine Mutter über dich hergefallen ist. Mein Kopf wäre fast zersprungen, sie war wütend, offensichtlich hat sie überreagiert, aber so ist sie eben. Verschwinden wir von ihr. Ich bin direkt hinter dir. Gut, wir gehen jetzt mal auf Jagd mit Jaropolk. Wie gesagt, also Kinder entwickeln ja nun mal auch ihren eigenen Sinn, sind ihre eigenen Menschen und auch Kinder machen das so. Wenn du diese bombastischen Supereltern siehst, die dann immer sagen, mein Kind, ne? Überhaupt nicht. Doch, das Kind macht auch was.
sollte man immer nicht unterschätzen. Insbesondere je mehr Regeln du auch an jemanden gibst, desto eher wird es auch als Kind, insbesondere in der Pubertät und Vorpubertät, dass man diese Regeln brechen möchte. Das ist einfach erstmal bei uns so veranlagt. Wir stellen Regeln auf und viele Regeln brechen wir auch gleichzeitig. Das ist doch auch schon die, an die Regelaufsteller. Wie viele Regeln brechen sie denn ihre eigenen Regeln, die sie aufgestellt haben? Ich will da nicht weiter hineingehen, weil das ist dann wieder Politikblödsinn. Darauf habe ich gar keinen Bock. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das soll nur als Anleitung gelten. Und das ist halt, was viele immer arg unterschätzen. Das siehst du ja auch bei den ganz großen Serienkillern und sowas. Das ist ein blödsinniger Vergleich, klar. Aber waren auch die Eltern teilweise geschockt, dass da was daraus geworden ist. Klar, manche wurden dann zu denen, die waren, ne? Oh, guck mal, warte mal, ich guck mal da kurz rein, bevor wir dann zusammen looten. Ich will aber vorher wissen, was das hier ist. Salz und Apfel. Gerade an der Form herum. Oh, Leder brauchen wir. Oh, ein bisschen Pelz. Was hast du hier noch? Ein Bündel mit Salz, Fleisch und Wolken. Und ein Bogen. Meiner. So, jetzt können wir reden. Guck mal einer an. Das ist ja noch mehr. Nee, Blitdeck ist meins. Finger weg. Bleib stehen. Fischbär. Wenn ich hier nichts. Ich kann das nicht looten. Sag mal, warum kann ich das hier nicht looten? Hi, Aeropack. Den haben sie wirklich ein bisschen kleiner erreicht, aber das Gesicht sieht älter aus als mein. Gesundheit. Ja, ich hatte nicht viele Gelegenheiten, mit meinem Vater Angesicht zu sprechen. Meine Mutter hat sich immer eingemischt. Das hier ist der einzige Ort, an dem wir uns ein paar Mal unterhalten konnten. Es sind schöne Erinnerungen, aber eine sticht besonders hervor. Er erzählte mir, er hatte viele Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Als er die Hoffnung schon beinahe aufgegeben hatte, wurde ich geboren. Vater brach mit seinem dumm zu verschlossenen Wesen und gestand, wie stolz und gleichzeitig voller Angst er war, als er hörte, dass seine Frau schwanger war. Das muss ein besonderer Moment für euch beide gewesen sein. Mein Vater würde so etwas nie zugeben. Genau so habe ich mich auch gefühlt. Auf so etwas kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Ich bin zwar hier noch kein Papa, aber ja. Unsere Bindung wurde in diesem Moment stärker. Ich hatte nie zuvor ihn zuvor zweifelnd erlebt. Plötzlich waren wir nicht mehr zu unterschiedlich, als entschied ich, ein so großer Jäger zu werden, wie er es war. Ich sog sein Wissen in mich auf, wenn meine Mutter nicht zusah, bis zu dem Tag, an dem er verschwand. Dieser Ort ist etwas Besonderes für mich, auch wenn es hier gar nicht viel gibt. Ich war schon unzählige Male bei dieser Bank. Lass uns weitergehen. Geh voran. Sag mal. Da waren wir aber noch nicht gewesen, ne? Oder waren wir da schon? Ja, ich bin hinter dir. Aber warte mal, ich muss mal kurz darüber. Wartest du da kurz, Jaropalk? Ja, spreche ich gleich. Oh. Da waren wir noch nicht! Alter, was läuft dir weit? Noch erwischt, bevor er mich erwischt hat. Wo sind wir jetzt hin? Wow, die ist aber schnell zurück. Da hatten wir irgendwelche friedlichen Jägersmänner. Hä? Wo sind die jetzt? So, du bist schon mal erledigt, mein Freund. Warum läufst du so schräg? Hm.
Und der nächste. Bitte, bitte, bitte gerade laufen. So, durchsuchen. Wir braten das Fleisch und Weinflasche und geben mir mal wieder meine Bronzepfeile wieder. Die müssen wir dann bald auch zu Eisen machen. Münzen, Zwiebeln. Bronze. Wow. Der war gut. So, jetzt kommt der noch, ne? Die ganze Zeit läuft der schräg und auf einmal nicht mehr. Naja. Das tut weh, oder? Okay, so. Warum zu fein? Ah, da. Ah, das Gift ist abgegangen, ne? Ja, wir unterhalten. Warte mal, ich will mich jetzt aber nicht unterhalten. Ich will erstmal den Rumpel feiern. Ich will da hinten looten. Jetzt haben wir bloß. Der Tag geht schon wieder runter. Sag mal, wo bleibt denn die Zeit? Apfel, Käse, Münze, Weinflasche. Gib mir mal den da. Rostige Eisenaxt. So, ich habe hier schon wieder irgendwas vorne weggenommen, wa? Bierzeugschwert nehmen. Was ist denn hier so? Metflasche, Metflasche, Metflasche. Zurückgelassen für heute. Leder und Münzen. Sehr schön. Pass, Münzen und Solf. Ja, ja. Leer, aber hier nochmal ein Fass. Kupferpfeil und Salzfleisch, sehr schön. Ey, jetzt ist so ein Getrockengestell, ne? Guck mal, da oben ist doch eine Truhe, wenn ich das richtig sehe. Da oben ist doch eine Truhe, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, guck mal hier. Ruhe, Eisenachs, Kupfermesser und Pelz. Eisenachs, die behalten wir aber diesmal. Ein bisschen Strom, Bretter, nehmen wir mal mit. Sehr interessante Sache hier. Ah, vergifteter Bronzefall. Hast du hier auch noch mal ein paar? Strom, Brett. Das ist so eine Truhe, oder? Da komme ich jetzt aber nicht dran. Eisenpfeil, Uiuiui. Guck mal, da ist auch noch ein Bronzepfeil hingerutscht. Und hier sind zurückgelassen Vorräte. Jetzt müssen wir rumgehen. Da kommt da richtig Geld zusammen. Das ist wieder gut. Nein, quatsch mal mit ihm da. Jaropäck. Hi du. Hast du das gehört? Genau wie ich vermutet habe. Gesetzlose. Wir haben ihre Spuren schon vor einiger Zeit bemerkt. Einige unserer Jäger haben sie in den Wäldern entdeckt. Aber das, sie haben ihr Lager im ehemaligen Versteck meines Vaters aufgeschlagen. Das ist inakzeptabel. Ich will mich nicht zurückziehen, wenn wir so nah sind. Ich habe jahrelang keinen Fuß in die Hütte gesetzt. Ich würde mir nie verzeihen, mich noch einmal darin umzusehen. Nicht noch einmal darin. Ich hoffe, du wirst nicht aufgeben. Wir haben kaum angefangen. Geh näher heran und versuche mehr zu sehen. Du bist der Pferden, der sei. Halt deine Waffe bereit. Ich zähle auf deine Hilfe. Halt deine Waffe bereit. Ich gehe nicht näher heran. Ich habe noch nie jemandes Blut vergossen. Außerdem nehmen Gesetzlose keine Gefangenen. Aber du kommst du nah genug heran, es wird was gehen, das ich drinnen übersehen habe. Diese Gesetzlosen können es nicht mit mir aufnehmen. Warte hier. Ich werde mir das Ganze näher ansehen. Bleib hier und halt mir den Rücken frei. Ich gehe rein und improvisiere. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Ich werde mir das Ganze näher ansehen. Bleib hier und halt mir den Rücken frei. Ich werde auf dich warten. Lass dich nicht erwischen oder verletzen. Ja, ja. Ja, ja. Ach, guck mal, da ist die Eisen, ein Brett und Brett. Da liegt ein Bogen.
Ja, guck mal da. Langbogen. Warum liegt da noch irgendwas, oder? Warum kann ich die Truhe nicht öffnen? Die liegt doch eher... Ach ne, ist gar keine Truhe, wa? Es ist kaputt. Es ist irgendwas kaputt. Eine Marmelade hätte ja sein können. Ich würde übrigens immer noch ein bisschen Abfall aufnehmen, weil ich es ja immer mal geschafft habe, ein bisschen Backup sozusagen zu haben. Ist schon die Folge für. Also, das ist jetzt die. Ich muss überlegen, aber das war jetzt die Samstagfolge schon. Also, ich bin jetzt schon bei der Samstagfolge. Ich habe ein bisschen vorab aufgenommen, einfach um Papa dann auch geplant zu haben. Das war mir schon mal sehr wichtig. So. Es ist eine Erleichterung, dass du in einem Stück zurück bist. Es ist mir egal, ob sie leben oder tot sind. In beiden Fällen würde ich sie nicht gerne aus der Nähe sehen. Hast du irgendwas über den Unterschlupf in Erfahrung bringen können? Nichts Ungewöhnliches, bis auf eine Sache. Im oberen Teil der Hütte war eine rostige Axt versteckt. Zeig's mir. Die sieht aus, als hätte sie eigentlich mitgemacht. Damit meine ich nicht Holzhacken. Siehst du, genau hier am Griff, das sieht aus wie Blutspuren, aber es ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Dieses Werkzeug ist sehr rostig, aber da ist ein Symbol. Es ähnelt einem Schwein oder eher einem Wildschwein. Die Axt muss eine Weile dort gelegen haben. Das Symbol ist fast unsichtbar. Gehört diese Axt deinem Vater? Deine Waffe der Gesetzung? Gehörte diese Axt deinem Vater? Ich glaube nicht, aber sie kommt mir sehr vertraut vor. Unsere Holzfäller nutzen ähnliche Werkzeuge. Der Einzige, der diesen Ort außer meinem Vater benutzt hat, war sein Freund Nidan. Aber der würde lieber seinen Arm als seine Axt verlieren. Das ist seltsam. Ich habe während meiner Erkundung immer wieder in diese verlassene Hütte hineingeschaut. Ich nehme an, ich war wohl nicht aufmerksam, weil jemand hat sie erst kürzlich dort abgelegt. Ich muss darüber nachdenken, es gibt einen letzten Ort, das ich besuchen möchte, bevor wir es auf den Rückweg machen. Komm mit mir mit. Ich beschleicht kleiner Verdacht. Die Mutter hatte was mit dem besten Kumpel, was ja, also nicht immer nur von den Frauen aus, aber auch von den Männern aus, immer die besten Leute, die verlieben sich auf einmal immer in die besten Freunde. Die Holzfäller würden, also doch, würden ihre Waffen, ihre Äxte niemals verlieren, sie bewachen sie mit ihrem Leben. Und das hat der Vater irgendwann herausgefunden und jetzt ist ja der Sohn vielleicht eines Mörders. Jeder von ihnen erhält seine eigene Axt, wenn er stark genug ist, alleine zu arbeiten. Dann markiert er sie mit einem Tiersymbol, das Glück bringen soll. In Ordnung, da sind wir. Was ist an diesem Ort so interessant? Er hat mit meiner letzten Erinnerung an meinen Vater zu tun. Das hier ist der letzte Ort, den wir zusammen besucht haben, bevor er gestorben ist. Das war ein besonderer Moment, denn er entschied, ein paar Geschichten aus seiner Jugend mit mir zu teilen. Glaub mir, er hat seine Vergangenheit fast nie erwähnt, zurückhaltender Mann, der er war. Aber dieses Mal erwähnte er, was er und Nidan getan hatten. Sie hatten Schmugglerware versteckt. Alles, auch Fälle, Geweihe, Pakete mit Trockenfleisch, Pfeile und Met. Vor allem wollten sie nicht, dass der Kastellan ihre Frau in seinen gierigen Klauen bekam. Der Ballonsknapper scheint viel weiter in die Vergangenheit zu reichen. Ja, das alles zieht sich schon einige Jahre hin. Ich frage mich, wie sie von dem derzeitigen Regenten aus Ross halten würden. In der Vergangenheit scheint das Leben viel angenehmer gewesen zu sein. Oh. Das meinst du nur. Das meinst du nur. Die jungen Leute damals waren in derselben Situation wie du jetzt. Hatten dieselben Zweifel und Sorgen über die Zukunft. Wer wirkt nicht manchmal nostalgisch? Die Geschichte wiederholt sich. Es ist wertvoll zu wissen, was dein Vorfahren antrieb und was sie in die Knie zwang. Es gibt nur das Hier und Jetzt, was der nächste Tag bringt. In der Vergangenheit zu schweigen, würde ich nicht weiterbringen. Es ist Zeit schon. Nein, das meinst nur du, die... Vielleicht hast du recht. So habe ich mir das bisher noch nicht gesehen. Ich kenne sie nur als erfahrene Männer, aber auch sie mussten ihre Erfahrungen erst sammeln. Sie mussten von ihren Fehlern lernen, kindische Dummheiten begehen. Genug in Erinnerung geschwelgt. Sehen wir uns um. Ich war schon mehrere Male in dieser Höhle ohne Erfolg. Du könntest sie ein letztes Mal untersuchen, während ich mich hier draußen um sie und Wache halte. Und auf einmal liegt da eine Leiche, ja, ja. Ich habe mich schon die ganze Zeit umgesehen. In den Höhlen habe ich immer so ein bisschen einen Bug mit dem Sound. Stachelbesetzter Knüppel, Stärke dran, Brett, Stiege. Wir sollten gleich kurz draußen ein bisschen was abladen. Ich habe ein ungutes Gefühl.
Ich habe ein gutes Gefühl hier gerade. Ein sehr ungutes Gefühl. Wir schmeißen draußen ein paar Sachen ab. Finde ich bis jetzt gut gemacht. Aber da liegt ja eine Leiche. Abgestochen. Aber der Vater kann es in dem Sinne ja nicht sein, weil es soll ja ein paar Jahre her. Ja, gut, Spiele. Spiele, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Der Vater kann es nicht sein, weil es ja schon ein paar Jahre her. So, pass mal auf. Ich würde dich sagen, ich schmeiß dich erstmal ab. War noch zu viel dabei. Leder können wir ja auch erstmal abschmeißen. Das geht auch schon mal klar. Und der hat 15 Kilo. Dann schmeiße ich dich auch schon mal ab. So, das ist mein Vorrat. Das da kommen wir gleich zurück. Sieh dir das Höhenlager genauer an. Kupferspeere. Eine Münze. Eine Weinflasche. Apfel und Stroh. Leere Truhe, Steinpilze und Stroh. Das sieht so ein bisschen nach einem kleinen Vorratslager aus, wa? Beerenwein und Salzfleisch. Ja. Bronze Spitzhacke, keine Ware mehr drin. Eine Weinflasche, ein Stärketrank, Trank wird schnell zeilen, ein Kupfermesser, Weinflasche, Weinflasche. Okay, jetzt wird ein bisschen gerade kribbisch, aber warte mal. Was haben wir denn jetzt sozusagen da? Beerenwein gibt mir ein bisschen Alkoholzeug. Warte mal. Nahrung und Wasser. Das kannst du ja mal futtern. Dann haben wir schon mal ein bisschen was runter. Stärketrank. Mehr Schaden. Nee. Ich habe nämlich so ein bisschen Zweifel, dass wir gleich sehr angenehm haben werden. Das wird gleich bestimmt unangenehm werden. Weißt du was? Du kannst auf jeden Fall mal weg. Ich brauche jetzt kein Salz weiter. Aber wo ist denn mein meistes Gewicht drauf? Amtestein heilen. Das ist alles. Ich hätte hier die Bronzespitzhacken wegräumen können. Was ist das hier? Okay, kann man irgendwo hinstellen dann. Hey, warte mal. Ich gehe gleich untersuchen. Ich gehe nochmal kurz raus. Ich gehe nochmal kurz raus und erledige nochmal schnell was. Ich schmeiße nochmal was raus. Ich brauche, so pass mal auf, du kannst ja auch erstmal weg. Und dann packe ich dich nochmal raus. So. Das ist meine Beute. Warte mal, ich gehe mal was trinken. Unser Dude hat langsam Durst. Hätte ich vorher mal machen sollen, bevor wir da rein sind. Auf jeden Fall sehr interessant hier gemacht, die Quest. Die finde ich zum Beispiel ganz interessant. Ich dachte, wer wäre der Knüppel eigentlich? Wie ist denn der so? 45 Schaden. Okay, mein Messer macht was. Naja. Wir haben zumindest eine Menge Sachen gefunden. Aber ich könnte auch falsch liegen. Vielleicht ist der Vater gerade abgehauen, weil er das nicht mehr wollte. Oder wegen diesem Geheimnis. Wer weiß. Ist ja immer so. Die Geschichte mit den besten Freunden, wie oft hast du die Geschichte, ne? Oder der besten Freundin, wir müssen ja mal Pair sein, ne? Ist ja egal, Mann oder Frau. Das ist sehr oft die Geschichte. Oder der Schwester, dein Bruder. Ich verstehe das dann immer nicht ganz so. Man entscheidet sich für den und dann ist es so. Jaropek, du solltest hier aufpassen. Interessant. Danke für die Rückendeckung. Ist der einfach weg. So, dann untersuchen wir mal den. Die Hülle, die sich bei deinen Augen ausbreitet, heißt, dich mit einem üblen Geruch von Fäulnis und Urin willkommen, der dir in der Nase brennt. Der Anblick, der sich gebietet, ist ein vollkommenes Durcheinander, als hätte ein großer Kampf um das Leben von jemandem oder von etwas stattgefunden.
Du beschließt zurückzutreten, es gibt sonst nichts mehr zu sehen. Plötzlich unterbricht ein entsetzliches Heulen deinen Gedanken. Deine Anwesenheit ist bemerkt worden und derjenige, der sie bemerkt hat, ist nicht weit weg und macht sich für die Begegnung bereit. Was? Boah, nee. Nee. Boah, ist das mies. Ich kann nicht mit dem Bogen kämpfen. Warte mal. Da hinten schon herumflubbeln sehen. Die Wölfe auch noch, ja? Warte. Stopp. Boah, ist das eine miese Kiste, ey. Warte mal. So. Schwein, 120 Münzen. Ah ja, jetzt rennt ihr weg, ihr Schweine. Warte mal, Tank des Heils. So, wo wollt ihr denn hin? Jaropack? Sind sie weg oder was? Wo sind wir jetzt hin? Das ist mies. Dieses Weggerenne geht mir mal auf den Keks, ne? Eigentlich müssten die ja weiter bluten. Ich hab dir ja blutende Wunden zugeschlagen. So, Nummer 1 ist down. Ja, heute kriegt er mal eine extra lange Wolke, weil es Jennis gibt. In der anderen Richtung von die Richtung weg. Was mich jetzt wundert, ist mit den beiden da unten jetzt noch. Warte mal, bist du das nicht? Ins blöde Weckerrenne. Das war ein Schutz und Blaue einfach. Ja, und jetzt wieder angreifen, wa? Wo ist denn der jetzt? Ihr geht bekloppt? Oh
Ah, er hat sich irgendwo verändert. Wir verlassen die Höhle. Hätten sie die vielleicht mal umschreiben sollen, dass du, dass die nicht, wegrennen oder sowas. Frag mich, wer die Bienen jetzt hier sind. Sehen wir jetzt auch nicht gerade, sprich mit den unerwarteten Gästen. Zemko? Danke, ich danke dir, mein Freund. Was würden wir ohne deine Hilfe machen? Diese Biester hatten schon tagelang in unserer Höhle eingenistet. Seid ihr auf der Flucht? Was macht ihr hier? Seid ihr Flüchtlinge? Das ist kein Ort zum Leben. Ihr seht wie gewöhnliche Räuber aus. Wer seid ihr? Seid ihr auf der Flucht? Was macht ihr hier? Was ist das für eine Frage? Natürlich sind wir das. Diese Biester haben uns aus unser Zuhause verjagt. Wir haben auf den richtigen Moment gewartet, sie auszuräuchern, bevor ihr zwei Spinnen aus dem Nichts aufgetaucht seid. Pass auf, was du sagst. Stellt euch vor, sofort. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Wer seid ihr? Vergesst meine Geduld weit auf die Probe zu stellen. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Wer seid ihr? Entschuldige meine forschen Worte und Manieren. Ich heiße Temp und das ist mein mürrischer Bruder Lemek. Wir sind nichts weiter als friedliche Einsiedler, die friedlich in den Tiefen der Wälder leben, fern vom Getümmel der Dörfer. Wir sind dankbar für deine selbstlose Hilfe, aber natürlich gibt es nichts umsonst, wie meine werte Mutter zu sagen pflegte. Nimm dieses Bronzestück, wir haben keine Verwendung für hübsche wie Dinge wie diese. Das ist ein interessantes Stück, woher hast du es? Das ist gestohlen, oder? Das ist ein interessantes Stück, woher hast du es? Wir haben es unter einem Haufen Steine gefunden, vergangen in ein paar vergammelten Lumpen. Da ist sonst nichts, das eurer Zeit wert wäre. Jetzt, da du eine Belohnung hast, lasst uns in Ruhe. Verschwindet ihr zwei. War mir ein Vergnügen? Ich bin schon weg. War mir ein Vergnügen. Angelaufene Bronze-Anstecknadel. Sag ja, irgendwas ist gewesen. Irgendwas ist gewesen. Und das sollten wir jetzt mal mit ihm mal besprechen. Was wollten sie von dir? Auf ihrer etwas eigene Art und Weise scheinen sie dankbar dafür gewesen zu sein, dass ihre Höhle wieder sicher gemacht wurde. Wo alle meine Geduld auf die Probe stellen, wie es scheint. Ich habe kein einziges Mal verstanden, dass aus ihren faulen, zahnigen Mäulern kam. Auf ihre eigene Art und Weise schienen sie dankbar dafür gewesen zu sein, dass ihre Höhle wieder sicher gemacht wurde. Ich habe gesehen, dass sie dir etwas Kleines gegeben haben. Was war es? Nichts Besonderes. Nur eine alte Anstecknadel aus Bronze, die noch dazu etwas angelaufen ist. Sieh dir an, wenn du willst. Warum? Das ist nicht möglich. Das ist das Symbol unseres Dorfvorstehers. Seit Generationen haben sie es auf der Brust getragen, bis mein Vater verschwunden ist. Er war im Besitz der einzigen Anstecknadel, von der ich weiß. Das bedeutet, es muss seine sein. Woher haben sie sie? Was haben sie mit ihm gemacht? Das Gespräch von ihm hat einen Haufen Steine erwähnt. Er meinte, sie habe die Nadel dort vor kurzem gefunden und dass sie keinen Wert für sie hat. Wir müssen danach suchen. Vielleicht liegt unter dem Steinbrocken noch etwas anderes. Sehen wir uns das Ganze genau an. Aber was wir finden könnte dich nicht glücklich machen. Sicher, ich liebe Schatzsuchen. Ich glaube, was wir finden, könnte dich nicht glücklich machen. Untersuchen. Du stehst vor einem großen Steinhaufen. Die Brocken sind sicher von der nahegelegenen Felswand abgebrochen, aber zusätzlich muss sie jemand zu einem Grabhügel aufgehäuft haben. Über die größeren Steine beiseite, durchsuche die Lücken und Spalten. Du findest alte gegerbtes Leder. Es könnte ein Überbleibsel von Schmugglerware sein, die hier vor Jahren versteckt wurden. Hebe die größeren Steine beiseite. Ein paar leere Flaschen tauchen vor dir auf. Es besteht kein Zweifel, dass die beiden Einsätze diese Steinhaufen durchsucht haben. Atme tiefer zwischen die lockeren Steine. Bei ein paar Handgriffen taucht ein großer Knochen zwischen den Steinen auf, umgeben von weiteren schmaleren Fragmenten. Bald darauf folgt ein Schuh, in dem noch ein skelettierter Fuß steckt und zerlumpter Stoff, der von einem Mantel stammen könnte. Wickel die Überreste in den Mantel und nimm sie mit. Ich hab gesehen, was du da gefunden hast. Ist der es? Ich kann nicht glauben. Das sieht wie ein bewusstes Begräbnis aus. Das macht keinen Sinn. Der Stoff ähnelt seinem Mantel ein wenig, auch wenn die Farbe verblasst ist. Aber das heißt nichts. Schau dir die Knochen an. Sie alle sind in einem schrecklichen Zustand. Was? Wurde mein Vater von wilden Tieren in Stücke gerissen? War das sein Ende? Oder hat jemand nachgeholfen? Mehr zu sagen. Lass uns keine vorliegenden Schlüsse ziehen. Der Steinhaufen ist völlig durcheinander. Ganz zu schweigen vom Zustand der Überreste. Dem Zustand der Überreste nach zu urteilen, musste was Starkes und Gerissenes gewesen sein. Ich würde sagen, die Witness hat ihn sich geholt. Jemand muss die Überreste mit einer Schicht aus Steinen bedeckt haben. Wilde Tiere sind nicht so rücksichtsvoll. Gib sie mir bitte. Du hältst sie falsch. Natürlich. Die sind so leicht. Entschuldige, du bist noch immer im Besitz der mysteriösen Axt. Bring sie zu nieder. Niemand kann dir mehr darüber verraten als er. Auch wenn er generell eher nicht sehr gesprächig ist. Ich hätte nicht gedacht, dass unser kleiner Ausflug in die Wälder so enden würde. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Das ist verständlich. Mach's gut. Wie machen wir dann hier weiter? Ich werde es so machen. Ich werde die Sachen zurückbringen.
Und wir werden dann beim nächsten Mal mit Nidan reden. Das Ding ist, ich bin ja mal, also, wir können ja mal machen, wir können ja mal, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich sehe es ja dann in der nächsten Folge. Ich würde jetzt auch meine Meinung dazu geben. Ich würde meinen, Nidan ist der Vater von ihm. Die Frau hat, die Frau des Dorfvorstehers hat mit Nidan den Dorfvorsteher betrogen. Und das hat er dann irgendwann herausbekommen. Und dann hat Nidan, da ist die einzige Sache, wo ich nicht glauben würde, dass beides machen, aber es könnte auch sein, beide oder nur Nidan, ihn rausgelockt, ihn umgebracht, ihn weggeräumt. Und dann so getan, als ob er auf Jagd gewesen ist, weil die Mutter wusste komischerweise ein bisschen was davon. Deswegen könnte das sein. Oder die Mutter wollte, dass der Dorfvorsteher wären und dadurch könnten wir den Dorfvorsteher entlarven und sie ist dann die Böse und dann werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen. Ich bin gespannt. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis über was fallen. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gehen wir dieser Quest weiter nach. Da bin ich echt gespannt, wie das die Geschichte ausgeht. Ich bin ja gespannt. Bin auch gespannt, was ihr sagt, wo eure Meinung hingeht, was ihr denkt, was es sein könnte. Wenn ihr es noch nicht erlebt habt, müsst ihr natürlich wissen. Und ja. Und dazu wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles in Englisch Gute. Bis dahin. Tschüss.